Hallo, mein Lieben, herzlich willkommen hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir wollen jetzt mal in die Wochenendenergie reinschauen, von dem 19. bis zum 21. Und da gucken wir jetzt einfach mal, was kommt denn heute oder besser gesagt hier am Wochenende aufs Kollektiv zu. Bedenk aber bitte, es ist eine Allgemeinlegung, kann nicht hundertprozentig nur auf dich zutreffen. Hier sind sehr, sehr viele auf meinem Kanal. Und du kannst dir aber vielleicht wichtige Impulse fürs Wochenende rausziehen, wo du denkst, ja, das stimmt auf jeden Fall mit mir überein. Ne? Das kommt am Wochenende auf mich zu. Das wurde vielleicht schon ausgemacht, vielleicht wenn es um Treffen oder sowas geht. Und du kannst aber auch nochmal rückwirkend reinschauen. Ne? Wir machen das Ganze heute mit dem Wünsche-Orakel von Jasmin Boland. Dann mit der, jetzt sehe ich gerade, hier ist eine Karte dazwischen. Okay, das Mondmännchen, ja, Neuanfänge. Naja, vielleicht ist es ja noch so eine Energie, wo es um einen Neuanfang geht, gell? Dann haben wir die Akasha-Chronik dabei, dann mein eigenes Tarot der Sinne und natürlich hier das Gilde Travel Animal von Ciro Marchetti. Und alles andere, was wir im Endeffekt noch dazu nehmen, das mache ich rein intuitiv, gell? Gut, was sagt mir das Wünsche-Orakel? Was kommt aufs Kollektiv zu? Am Wochenende, den 19. bis 21. Erstmal soll man seinen Geist leeren. Also es ist hier wichtig, einfach mal die Gedanken zu leeren, einfach mal den Geist zu leeren, einfach mal sich so eine gewisse Zeit für sich selber zu nehmen, ne, vielleicht auch mal an gar nichts denken, wenn das möglich ist. Wie schafft man das? Am besten mit einer Meditation. Gut, bei einer Meditation, da kommen manchmal Gedanken hoch und diese sollst du aber noch beobachten, nicht bewerten, ne? Es geht aber wirklich jetzt um die Energie, einfach mal hier auf gar nichts zu hören, einfach mal so, ja, zu sein, ja, das kommt jetzt rein, einfach mal zu sein, ne, einfach mal nur fühlen, nicht denken. So, dann haben wir hier eine Situation, die sich irgendwie neu einordnen wird oder die du vielleicht auch sogar neu einordnen sollst, ne? Du kannst eine Situation jetzt einordnen am Wochenende. Du sollst dir Zeit für die Selbstliebe nehmen. Das heißt, nimm dir aber auch Zeit für dich selber. Achte da auch ganz gut darauf, dass du auch mal an dich denkst. Und du sollst auch hier etwas nochmal durchdenken. Ja, also hier erfordert nochmal irgendetwas deine Gedanken. Ne? Also nochmal. Nee, nicht nochmal. Wir machen jetzt erstmal hier das noch. Was kommt noch am Wochenende? Oh, ein Wunder. Ich glaube, das können wir jetzt alle gebrauchen, gell? Ja, öffne dich für die göttliche Energie und erinnere dich, wie großartig du bist. Das wurde mir gerade reingegeben, die 8 plus die 2, also die 28 nochmal addiert, ergibt eine 10. Und die 10 steht für Neuanfänge, von Null beginnen, ne? Neuanfang, ja. Und dann macht man sich auf, man hat alles dabei, dann kommt der Magier, man kann hier machen, man kann, hier ist eine Möglichkeit, bietet sich vielleicht auch eine Möglichkeit, die so ein bisschen Neuanfang für sich beinhaltet hier, ne? Und vor umsonst ist die Karte des Neuanfangs nämlich nicht vor uns mit rausgefallen, ne? Die hat man nämlich hier am Donnerstag schon mal. Also nochmal zusammengefasst, in der Hauptenergie geht es darum, den Geist zu lernen, einfach mal an gar nichts denken, sondern einfach mal zu sein, zu fühlen, eine Situation neu einzuordnen, etwas nochmal durchdenken. Dann sollst du dir Zeit für dich auch nehmen und du sollst Wunder erwarten am Wochenende hier. Okay, das ist doch schon mal eine tolle Energie, mit der wir was anfangen können am Wochenende. Ne? Ich bin ja hier auch mit im Kollektiv. So, wer oder was kommt hier aufs Kollektiv am Wochenende zu? Wow, der Seelenpartner. Ja, die zweite Karte, guck, ich habe es ja gesagt, mir kommt ja die ganze Zeit diese Energie des Neuanfangs rein. Vielleicht trifft man hier das allererste Mal seinen Seelenpartner oder hier kommt ein Neuanfang mit dieser Person rein. Na? Vielleicht war hier irgendwie ein Mangel, man war vielleicht auch krank. Ne? Und war vielleicht auch in so einer düsteren Energie mit dabei. Also den Teufel, den haben wir ja jetzt in der letzten Zeit ganz oft drin. Ne? Also das ist, also hier hatte ich wirklich was niedergestreckt. Und ich nehme jetzt mal an, das war irgendeine Krankheit. Was ist hier mit dem 5 der Münzen? Ja, du hast hier viel nachgedacht. Ne? Oder du wirst hier viel nachdenken. Also,
Zähne, Schwerter noch. Ah, okay, gut. Wir fangen erstmal hier unten an. Ach, der Stäbe. Ne? Man denkt positiv, man geht die Dinge jetzt an. Ja. Und ja, man konfrontiert sich auch mit einigen Sachen. Ne? Man ist in so einer Stimmung, wo man wirklich vielleicht auch reden will. Hier bietet sich am Wochenende auch eine leidenschaftliche Chance, wo jemand auch etwas mit reingibt. Also nicht nur du. Und das ist doch schon mal super. Und dann haben wir hier den König der Münzen. Ne? Ja, man hat halt, man arbeitet schon viel, gell, an einer Sache hier, aber man verlässt diese Sache. Es kann wirklich sein, wenn man am Wochenende vielleicht auch viel zu tun hat, verlässt man die Situation. Man will vielleicht auch mal mit Freunden etwas unternehmen, ne? Trifft die Entscheidung hier noch und ganz einfach mal, ja, man ist in so einer eher in so einer Liebesenergie, ne, drinne. Und ja, ein paar Lasten hast du ja auf jeden Fall auch noch, ne, am Wochenende. Aber du verwandelst das in Zufriedenheit. Okay, das sieht doch schon mal super aus. Und da können wir, insgesamt sieht die Energie so aus am Wochenende. Hier geht es um eine Verbindung. Ne? Das kann eine Seelenpartnerverbindung sein, das kann aber auch eine Verbindung zu jemandem sein, mit dem du dich ganz tief verbunden fühlst. Hier werden neue Schritte gemacht, da kommt ein Neuanfang jetzt rein hier in die ganze Sache. Vielleicht fängt etwas wieder von vorne an oder du lernst vielleicht diesen Menschen kennen. Deinen Seelenpartner kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall sehe ich hier, entweder warst du krank gewesen, warst dich in so einer, ja, wo dich so eine Energie festgehalten hat, oder hier war irgendein Mangel in einer Angelegenheit drinne und du hast dir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, ne? Genau, diese dunkle Energie. Naja, es kann auch sein, dass hier Manipulation war oder dass man dich vielleicht auch enttäuscht hat oder jemand sich einfach so davongeschlichen hat, ne, von dieser Energie und dich dann zurückgelassen hat damit und du warst dann halt im Mangel, ne, oder du bist dann halt so im Mangel, gell? Aber da irgendwie kommt mir die Energie so rein, als ob das gewesen war, so ein bisschen hier. Ne? Also die rechte Seite irgendwie, normalerweise ist ja das die Zukunftsseite, aber mir kommt heute hier so rein, dass hier ein Mangel war. Entweder warst du krank oder dich hat jemand so enttäuscht und verletzt und hat sich verzogen, hat dich einfach stehen lassen sozusagen, ne, dass es dich niedergestreckt hat. Ja, auch das kann das sein. Und da wird mir jetzt hier durchgegeben mit den 8 der Münzen. Was wollten sie? Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich wollte gerade die Karte aufheben, da fiel ja diese Karte runter. Wir haben 2 Herzen, die schlagen. Ne? Also wisst ihr schon mal Bescheid, es geht um die Liebe generell am Wochenende. Irgendwas hat dich niedergestreckt hier, ne? Oder irgendwas wird dich vielleicht niederstrecken. Vielleicht kommt ja die Person mit etwas um die Ecke, was dir wirklich, wo du sagst, wow, wir können jetzt unseren Herzensweg weitergehen miteinander. Ne? Also da, entweder kann das hier sein, oder es ist ganz einfach so, es hatte dich was niedergestreckt und da kommt, jetzt folgt man wieder dem Weg des Herzens. Ne? Also da kommt auf jeden Fall ein Neuanfang hier rein mit einer Person. Wow. Ne? Ja, für die Leute, die auf die Arbeit gucken, kann ich schon mal sagen, hier kommt auch eine gute Kommunikation auf dich zu. Mit jemand, ja, mit dem du auch eine schöne Verbindung hast, sagen wir mal so, entweder redet man über einen Neuanfang oder es ist ganz einfach so, dass man hier kleine Schritte aufeinander zumacht, ne? Vielleicht geht man auch erst das erste Mal, vielleicht war man krank, muss am Wochenende arbeiten und geht jetzt das erste Mal vielleicht auch wieder auf Arbeit, das kann natürlich sein, ne, aber es kann für den einen oder anderen sein, ja, hier ist noch so eine manipulierende Energie, so ein bisschen, die enttäuscht, ja. Aber man folgt trotzdem seinen Herzensweg, ja. Und diese Energie hatte ich auch natürlich niedergestreckt, ne. Für einige kann das natürlich auch sein, dass diese Energie noch am Wochenende kommt, dass dich was niederstreckt, dass dich jemand enttäuschen könnte. Aber dass man hier trotzdem den Weg des Herzens folgt und, ne, und weitergeht. Okay. Ja, meine Lieben, da schauen wir mal rein, was denn hier das Gilde Treverie Menemos sagt. Da ist die Lupe. Also man soll hier genau etwas anschauen. Ich sage euch auch gleich was, weil ich habe es gerade reingekriegt. Ich möchte aber mal noch 1, 2 Karten haben. Okay. Eieieiei. Was ist hier mit der Schlange? Ah, okay. Und was? Aha.
Das ist ja mal wieder voll die lange Kette, ey. Okay, was ist hier mit dem Kreuz? Und mit dem Labyrinth. Er ist auf dem Labyrinth, okay. Oder du mit ihm. Gell? Du mit ihm vielleicht auch. Ja, es geht am Wochenende noch um Entscheidungen, ne, die mit Gefühlen zu tun haben. Für einige kann das auch mit Finanzen zu tun haben. Auf jeden Fall kommt hier wieder Glück in eine Verbindung rein. Es ist eine tiefe Verbindung. Du wünschst dir diese Verbindung, aber irgendwo hast du noch ein paar Zweifel, ne? Und diese Zweifel sind vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit, ja. Aber ich soll dir sagen, es kann stabil werden. Hier kann auch ein stabiles Treffen auf dich zukommen am Wochenende, ne? Oder dass dich jemand einlädt und das wirklich einladet, was war denn das für ein Deutsch? Einladet und das wirklich stabil ist. Aber was sich mir als allererstes zeigt, in der Mitte ist jetzt eine Schlange. Diese Schlange kann für eine andere Person stehen, die hier noch irgendwo bei euch involviert ist. Ja? Aufgrund dessen hast du vielleicht noch Angst. Also oder irgendjemand von euch noch Angst. Ne? Ich nehme mal an, dass du das bist. Ja, es ist ja meistens so, dass da noch irgendwas ist. Entweder ist das Gegenüber gebunden, entweder bist du gebunden. Vielleicht hat man generell auch Angst vor irgendwelchen komplizierten Dingen. Aber nehmen wir mal an, das ist eine andere Person, die da noch drin ist. Ne? Da hat man wirklich Angst, dass man hier nochmal enttäuscht wird. Ja? Also wenn dein Gegenüber vielleicht hier noch jemand hat, dann hat man Angst, ne, dass er sich vielleicht auch dann wieder davon stiehlt hier, ne, mit den Sieben der Schwerter. Genau. Wenn das jetzt keine andere Person ist, ist das einfach etwas im Inneren, wo man wirklich Angst hat, ja, dass er vielleicht doch noch andere Frauen hat oder dass die Frau doch noch andere Männer hat. Und irgendwie ist es so richtig verstrickt so im Inneren. Man hat halt wirklich Ängste. Ängste und diese Ängste machen das Ganze halt kompliziert bei euch, ja. Und da hat man natürlich auch Angst, hier enttäuscht zu werden. Oder man wird versuchen, hier gerissen wie so ein Fuchs zu sein und dann in alle Ecken zu gucken, gell? Also das kommt jetzt irgendwie so rein. Man beobachtet hier ganz genau alles, wie ein Fuchs. Ne? Jeden Schritt, jeden Tritt, was er macht. Oder was sie macht. Naja, auf jeden Fall schaut man sich am Wochenende hier nochmal mit der Lupe ganz genau an, ob das überhaupt Beständigkeit hat. Ja, ob das überhaupt mit einem Wachstum hier zu tun hat. Ne? Ob da überhaupt, vielleicht muss man aber auch noch von irgendwas heilen, weil der Baum und die Schlange, das ist ja auch manchmal so eine gewisse Heilung. Vielleicht heilen auch dadurch nochmal Ängste. Aber ich habe halt hier das Schicksal, das Karmische oder auch eine belastende Situation denn noch am Wochenende, über die du Klarheit bekommst. Ne? Mir kommt jetzt auch rein, das ist eine spirituelle Verbindung, eine höhere Verbindung mit diesen Menschen. Ne? Also man glaubt hier an sein Schicksal. Ja, wollte ich jetzt nur mal so einen Raum werfen. Oder dass man wirklich langsam so im Klaren sich darüber ist, warum überhaupt diese Situation so belastend ist mit euch. Und hier habe ich halt noch das Labyrinth. Ja, man blickt halt hier irgendwie nicht so richtig durch. Warum? Was ist das überhaupt mit uns? Ja, warum ist das jedes Mal so kompliziert? Ne? Es gibt ja wirklich Menschen oder Verbindungen, die richtig kompliziert sind. Einmal ist es gut, einmal ist es nicht mehr gut, dann meldet sich das Gegenüber wieder ein paar Tage oder Wochen nicht und dann sitzt man halt hier im Labyrinth und denkt, hä? Was ist jetzt schon wieder los? Ne? Was ist das schon wieder? Und ich sehe halt, dass hier noch einer von euch beiden wirklich am Wochenende die Unklarheiten hat, Ängste, ne? Dass das hier, dass er dich dann wieder verarscht oder so. Ne? Vielleicht kommt er mit irgendwas um die Ecke, was eigentlich was Schönes ist. Und dann auf einmal, und dann guckt man, okay, hat es Beständigkeit, dann lässt man sich drauf ein und dann ist er wieder weg, so ungefähr. Ne? Also so eine Energie kann das sein. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Na? Naja, wenn du vielleicht auch am Wochenende hier deinen Seelenpartner triffst, könnte vielleicht auch nochmal etwas hier dran mangeln. Na? Also du sollst dir wirklich, wie gesagt, schon da oben. Leere deinen Geist, lass nicht zu viele Ängste und Gedanken zu. Ne? Ordne die Situation für dich selber gut ein, nimm dir auch Zeit für dich und durchdenke hier etwas. Durchdenke etwas. Ne? Ja, was sehe ich hier noch? Am Wochenende sehe ich auch noch was. Jemand macht sich hier über gesundheitliche Themen Gedanken. Vielleicht ist hier irgendwas, was mit Ängsten vielleicht auch zu tun hat. Ne?
was einen sehr, sehr belastet. Entweder kriegst du halt wirklich hier Klarheit darüber, warum das so ist, aber auf der anderen Seite stehst du trotzdem noch so im Nebelwald und ich habe jetzt auch ein Bild vor mir. Stell dir vor, du bist gerade im Labyrinth, ne? Du suchst hier den Ausweg zu ihm oder zu einer Situation, ne? Kann ja auch jemand anders sein. Das muss ja kein Gegenüber sein, die männliche Person. Und durch dieses Labyrinth kommt, zieht auf einmal so ein Nebel und du weißt absolut nicht, wo du hingehen sollst. Ne? Also so eine Situation ist das, wo du irgendwo im Nebel stehst, ja, wo du nicht so richtig weißt, warum ist das überhaupt so verflixt mit uns? Ne? Aber mir kommt hier stark rein, dass du Klarheit bekommst, ja. Du bekommst Klarheit. Ne? Vielleicht machst du auch irgendwelche spirituellen Sachen, vielleicht Meditation oder sowas. Ja, dass du irgendwie guckst, dass du da rauskommst. Auf jeden Fall, wenn sich die Schlange hier schon in der Mitte zeigt, also es ist schon irgendwas Verflixtes, was da hier am Wochenende noch ist. Und wie gesagt, wenn die Teufelsenergie hier auch mit drin ist, ne, dann denkt man halt wirklich wieder, dann kann es wirklich sein, entweder war man in einem Mangel oder man kommt nochmal in einen Mangel rein. Na, ja. Gut, mein Lieben, ja, passt einfach am Wochenende hier ein bisschen auf euch auf, gell? Das wollte ich jetzt einfach mal so sagen. Ach komm, ich kann das so nicht stehen lassen. Wie geht's denn dann weiter? Wie geht denn das Ganze dann hier außer am Wochenende im Endeffekt? Ach, guck mal, da ist das Glück drin, ne? Vielleicht wird man auch noch mal reden oder es wird halt doch noch mal unruhig werden hier mit den Vögeln. Ne, irgendwie nagt das schon an dir. Ja, es frisst dich an. Ne? Du bist vielleicht auch so ein bisschen angefressen wegen der Kommunikation. Entweder weil keine Kommunikation kommt von ihm, ja, oder generell wegen der Kommunikation. Ja? Wenn wir jetzt auf die beruflichen Themen vielleicht noch mal kurz draufschauen, da kommen ja auch Sachen, dass es hier um Entscheidungen geht, um Lösungen im Beruflichen, dass man hier noch mal schaut. Vielleicht ist es auch ein Thema, was mit einem Gesundheitsberuf zu tun hat, ne, für den einen oder anderen. Vielleicht ist es da zu kompliziert und man hat vielleicht auch so ein bisschen Angst um seine Gesundheit. Der ein oder andere heutzutage ist es ja richtig extrem, ne, wenn man zum Beispiel in so einem Krankenhaus oder im Altenheim oder wo auch immer dann arbeitet. Ne? Also das ist ja für manchen ist das ja gar nicht mehr zu tragen, ne, diese ganzen Dinge. Ja, also wie gesagt, auch im Beruflichen sehen wir, du guckst dir eine Sache genau an, entweder mit deiner Gesundheit, was das Berufliche betrifft, oder halt wirklich, ob das noch einen Sinn hat hier, ne? Weil es dich immer mehr und mehr belastet. Vielleicht gibt es da auch einen Kollegen, der dir immer wieder Unklarheiten aufwirft, ne? Oder irgendeine Person, die mit deinem Beruf zu tun hat. Das kann für den einen oder anderen ja auch sein. Ja, wir haben ja jetzt nicht nur Liebesverbindung so, wir haben das ja auch manchmal im beruflichen Sinne. Oder generell mit einer Person, die dir immer wieder Fragen aufwirft hier. Ne? Aber das kleine Glück kommt rein. Ja, man kann schon reden. Gell? Vielleicht kann man aber auch über diesen ganzen Verlust reden oder vielleicht, also entweder redet man über diesen Verlust hier bei dir oder es ist ganz einfach so, dass es hier doch so ein bisschen an der Kommunikation noch nagen wird. Aber ein kleines Glück wird eben drinne sein für das Wochenende. Ja. Komm, wir fragen mal die Liebe. Was sagten die dazu am Wochenende? Allein die Zeit wird es zeigen. Und du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst, denke stets daran, ich liebe dich. Und jetzt machen wir noch eine Maxim Mangewitsch-Karte von dem Soulmaster-Orakel. Und das ist die Nummer 17. Wenn wir die Nummer 17 zusammenzählen, haben wir wieder die 8. Das Glück und die Unendlichkeit. Ne? Aber auch, dass eine Neugeburt ist. Auch wieder ein Neuanfang. Ja? Vielleicht hast du ja wirklich einen Neuanfang mit jemand. Klar, vielleicht kommt die Person und dann ist sie wieder weg. Ne? Das kann natürlich auch sein. Lass alte, unbewusste Gewohnheiten los. Der erste Schritt, um zu bekommen, was du wirklich willst, besteht darin, alles hinter dir zu lassen, was du jetzt nicht mehr willst. Also irgendwas musst du hinter dir lassen, damit das wahrscheinlich wirklich in dein Leben kommen kann, was du wirklich möchtest. Ne? Und darauf müssen wir auf jeden Fall hier nochmal schauen. Gell? Welche Rune begleitet uns denn am Wochenende?
Diagalas. Oh, ja, okay. Diagalas. Na, die mischt richtig auf. Das könnt ihr schon mal wissen. Also, die mischt hier richtig die ganze Sache auf, wie so ein Unwetter. Na, da muss ich jetzt gleich noch eine drauf ziehen. Boah, also hier wird es heftig am Wochenende werden. Hier wird es heftig. Ich hoffe mal nicht, dass du hier in so einer Wut bist, dass dann die ganze Erde bebt oder sowas. Gell? So, was, okay, die Ingwas. Die Ingwas, die sagt aber dann auch, bleib im Ohr vertrauen, es wird alles gut werden, ja. Im Endeffekt wird was draus schlüpfen, was Gutes. Ne? Da wird was entstehen. Deswegen habe ich jetzt mal lieber noch eine gezogen. Also die Hagalas, das ist wirklich eine krasse Rune. Ne? Also die sprengt alles auf. Die schwemmt alles weg hier. Ne? Naja, auf der einen Seite ist es ja gut. Vielleicht muss ja all das Alte einfach mal weggeschwemmt werden, was vielleicht zwischen euch war oder was vielleicht mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Ne? Damit was Neues entstehen kann hier. Damit was Neues schlüpfen kann. Ne? Manchmal ist das so. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende. Wir hören uns dann morgen eventuell hier mit der Spiegellegung, wenn alles gut wird, ne? Ciao, ciao, meine Lieben.